Ja, wir sind hier in Filderstadt Plattenharz. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein mit 5 Personen besetzter PKW ist hier von der Straße abgekommen. Zuerst gegen einen Baum geprallt, kam dann anschließend in einem Grundstück zum Stehen. Es wurden alle 5 Insassen zum Teil schwer verletzt. Der Rettungsdienst war hier gleich zu Beginn mit entsprechend starken Kräften alarmiert. Wir waren mit einem Notarzt hier vor Ort, 4 Rettungswagen sowie einem Krankenwagen. Und vom Einsatzleitdienst war noch der leitende Notarzt hier und ich als Einsatzleiter. Also beim Eintreffen war es so, dass die Personen schon aus dem Fahrzeug sich selbst befreit haben. Das heißt, das erst eintreffende Fahrzeug hat eine kurze Sichtung durchgeführt und dann die Patienten, die Verletzten, jeweils auf die eintreffenden Rettungsmittel verteilt, sodass es hier relativ schnell abgearbeitet werden konnte. Lebensgefahr besteht nicht. Im Prinzip waren alle Personen ansprechbar. Das ist schon mal sehr gut. Wir gehen davon aus, dass von den 5 Verletzten 3 auch in der Klinik bleiben müssen. Die gelten dann bei uns dann auch als schwer verletzt. Ansonsten ist es hier noch sehr glimpflich ausgegangen.